Ich bitte um Vergebung. Bäume werden weinen. Sie werden sie nach euch verdursten lassen. Steine werden heulen. Sie werden sie auf Frauen und Homosexuelle werfen. Flüsse werden austrocknen. Sie werden sie nach euch in Kloaken verwandeln. Für Polizei und Feuerwehr ist die Neujahrsnacht längst kein Grund zum Feiern mehr. Diese Bilder aus Berlin-Neukölln zeigen, wie Balkons gezielt mit Leuchtraketen beschossen werden. Doch damit nicht genug. Auch ein Rettungswagen, der einen Patienten zum Krankenhaus fährt, wird angegriffen. Erst mit Feuerwerk, dann schmeißt jemand einen 10 Kilogramm schweren Feuerlöscher auf die Frontscheibe. Diese Schwadronen, junge Männer nennt man sie, wenn sie marodieren, werden mehrheitlich niemals eine Bindung zu Deutschland haben. Zu seinen Bäumen, zu seinen Steinen und zu seinen Flüssen. Denn sie hatten nicht mal eine Bindung zu den eigenen Bäumen, Steinen und Flüssen. Als wilde Eroberer kommen sie, um zu erobern, zu brandschatzen und zu zerstören. Und nicht einmal das ist ihnen bewusst. Sie handeln instinktiv, weil sie ihr Leben lang ums Überleben kämpfen. Sie handeln aggressiv, weil sie spüren, ahnen und ja, genau wissen. Sie treffen auf eine Gesellschaft, die verlernt hat, sich wehrhaft zu zeigen. Sie wollen Teilhabe, lehnen aber jede Teilnahme ab. Es ist ein Jammer, dass viele von ihnen nicht die kognitiven Fähigkeiten haben, die vorgefundenen wunderbaren Strukturen einer freien, selbstbestimmenden Gesellschaft weiterzuentwickeln. Sie kommen nicht, um aufzubauen, sondern um das Aufgebaute zu zerstören. Kämen Merkel und mit ihr alle Befürworter dieser verlogenen, angeblichen, humanen Seenotrettung, Plädierer von Grenzöffnungen und Bahnhofsklatscher eines Tages aus dem Totenreich zurück, sie würden bitter weinen wollen. Aber sie werden weder Augen noch Tränen besitzen. Gewalt gegen Einsatzkräfte findest du richtig? Ja, schon. Das muss man eigentlich tun. Warum? Das ist halt so. So habe ich es gelernt. Wir ficken alle Städte hier. Like, das ist die Einzige von der Polizei. Wallah. Man tötet ein ganzes Volk, das nichts anderes will als ein Leben in Sicherheit, Freiheit und gegenseitiger Achtung. Man zerstört eine großartige Hochkultur, der die Menschheit alles verdankt. Man liefert sich freiwillig dem Steinzeitalter aus und bejubelt den eigenen Niedergang. In Frankfurt wurde gejubelt und geklatscht. Auf mitgebrachten Plakaten standen Willkommensbotschaften. Nein, diese willkürliche, rücksichtslose und brutal umgesetzte Migration, von ideologisch vergifteten, selbsternannten Sozialingenieuren initiiert, hilft niemandem und schadet allen. Ich hab Krieg erlebt, also das war für mich normal. So ein bisschen Heimatgefühl, weißt du? Ja. Diese bereits in ihren Heimatländern entwurzelten jungen Männer werden in Europa noch einmal entwurzelt. Sie werden fordern und fordern. Und wenn sie jedes Mal nach ihren Gewaltorgien in ihre vertrauten Sackgassen zurückkehren, werden sie sich noch mehr radikalisieren und sie werden als vermeintliche Opfer ihren virtuellen Gott anrufen, der ihnen zum Endsieg gegen ihre vermeintlichen Unterdrücker, jene, die in ihren Augen degenerierten Ungläubigen, verhelfen soll. Deutschland? Sind wir in Deutschland? Nein! Wir sind auf der Welt von Allah! Wir sind auf der Welt von Allah! Ihr müsst euch integrieren! Nicht wir! Nein, nein, sie sind weder Fachkräfte noch Pioniere, die etwas Neues aufbauen wollen, sondern Zerstörer, die zerstören wollen, was Einheimische in Jahrhunderten mühsam und mit viel Blut und Schweiß aufbauten.
Sie zerstören, weil Zerstörung die einzige Fertigkeit ist, die man ihnen über Generationen beibrachte. Sie haben nie gelernt, ihr Elend hinter sich zu lassen und zuversichtlich nach vorne zu blicken. Viele von ihnen kommen und bringen ihren Hass auf alle Andersdenkende, ihren Fanatismus und ihre Ablehnung der Werte einer liberalen Gemeinschaft mit sich. Sie landen an europäischen Stränden, kommen über viele Schleichwege und überqueren viele Länder, vor allem um Deutschland zu erreichen, und dabei schleppen sie die Ursachen mit sich, die sie veranlassten, ihre angestammten Heimatländer zu verlassen. Natürlich nicht alle, aber viele dieser aus einem vor 1400 Jahren stehen gebliebenen, von toxischen, menschenverachtenden Scharia-Texten dominierten Kulturkreis stammenden Einwanderer haben in ihren Ländern kläglich versagt, eine zivile Gesellschaft aufzubauen, mit gegenseitigem Respekt und Achtung vor dem Leben jedes Individuums, unabhängig seiner Herkunft, Rasse oder sexuellen Orientierung. Bis kurz vor Urteilsverkündung hatte der des Mordes angeklagte Ahmad Obedi so getan, als ginge ihn der ganze Prozess nichts an. Zwar hatte er seine Schwester Mörsal umgebracht, doch die Familie hielt ihm die Treue. Der Feind war die deutsche Justiz. Und die fällte am Freitag ihr Urteil, lebenslänglich. Es ist der Moment, in dem der Angeklagte das erste Mal die Fassung verliert und den Staatsanwalt mit den Worten »Du Hurensohn, ich ficke deine Mutter« beschimpft. Während nicht wenige von ihnen, Dauergäste der Gerichte und für Hochkonjunktur bei Anwälten, Dolmetschern, Psychologen und Sozialarbeitern sorgen werden, blutet die aufnehmende Gesellschaft aus, von der Mehrheit unbemerkt. Und sie stirbt einen von Angststarre umhüllten leisen Tod. Es ist ein großes, mieses Spiel, das unseren Kindern ihre friedliche Zukunft kosten wird. Ein verachtenswertes Spiel, bei dem sich UNO, EU, Amnesty und viele NGOs zu Gesinnungszentralen entwickelten. Diese Globalisten deklarieren alle Ankömmlinge pauschal zu Flüchtlingen und sprechen ihnen die Eigenverantwortung ab in Bezug auf Geburtenkontrolle, Bereitschaft zur Bildung, Ehrlichkeit, Achtung vor dem Anderssein. Zeitgleich verbieten sie den aufnehmenden Gesellschaften, sich gegen diese alles zerstörende Migration zu wehren. Jeder Kritiker ihrer verheerenden Migrationspolitik wird im eigenen Land medial diffamiert und gesellschaftlich isoliert. Laut Berliner Polizei sind 10.000 Menschen dem Aufruf der AfD gefolgt. Die 11 Gegendemos zählen 1.400 Teilnehmende. Es sind dieselben Weltorganisationen, die sich scheuen, die reichen islamischen Länder aufzufordern, Flüchtlinge aufzunehmen und sich bei ihnen einschleimen. Das ist nicht nur der schmutzigste Deal des 20. 21. Jahrhunderts, sondern der verheerendste, irreparabelste, als Deal getarnte Genozid an den Einheimischen. Mit euch, meine deutschlandliebenden Freunde, Einheimische und Eingewanderte, sterben die Bäume, die Steine und die Flüsse. Mit euch stirbt Deutschland, in dessen Schutz ich mich 41 Jahre frei entfalten konnte. Viele von uns hinterlassen Kinder und Enkelkinder, wenn sie für immer gehen. Diese bitte ich heute um Vergebung.